Herzlich willkommen in unserer Rubrik Du fragst, ich antworte. Heute haben wir ein, ich wollte schon Leserbrief sagen, eine E-Mail vom Christoph. Ich lese einfach mal vor. Ich leide seit 3 Jahren an chronischen Schmerzen, die nicht selten wandern. Ein Hauptproblem stellen folgende Regionen dar. Einerseits zwischen den Schulterblättern. Manchmal strahlt es auch etwas tiefer. Und solange ich die Arme unten habe, verhält es sich ruhig. Arbeite ich aber vorne mit den Armen oder stütze mich, beispielsweise beim Radfahren, beginnt ein starker Schmerz. Zusammengefasst leide ich an starken Schmerzen im gesamten Schultergürtel, vorrangig zwischen den Schultern. Weiter strahlt es in Trapez, das ist ein Muskel, zeige ich euch gleich, und Schädelkante. So. Ich erkläre mal kurz den Zusammenhang und der Christoph hat auch schon gute Ideen. Erstmal, was bei ihm da schmerzt, scheint vor allen Dingen der Musculus trapezius zu sein. Der hat 3 Anteile. Der obere Anteil zieht hier von der Schulterblattgräte bis ans Hinterhaupt. Das ist auch das, was er beschrieben hat. Das heißt, der Schmerz kann auch bis oben hin ausstrahlen. Ansonsten sagt er ja, hat er Schmerzen im Bereich Schulterblatt zur Wirbelsäule, also in diesem Bereich. Das ist dann der mittlere Anteil, der Transversus vom Trapezius. Und es gibt noch den unteren Anteil des Trapez, der dann auch bis zum Ende der Brustwirbelsäule nach unten zieht. Dieser Muskel muss sehr viel Arbeit verrichten, weil dessen Gegenspieler, den seht ihr hier, vor allen Dingen hier der Musculus pectoralis major, das ist der große Brustmuskel, in der Regel durch unser Alltagsverhalten sehr stark unter Spannung gerät und auch zu deutlichen Verkürzungen neigt. Und das liegt daran, dass, wenn ich jetzt überwiegend in dieser Arbeitshaltung hier vorne bin, das hat er ja auch beschrieben, wenn die Arme vorne sind, fängt es hinten an zu schmerzen, das liegt daran, dass die Zugurtung hier vorne des Pectoralis dafür sorgt, dass die rückwärtigen Muskeln, also der Trapezius, gegen diesen Zug hier vorne arbeiten. So, das heißt, die müssen die Verkürzung auf der Vorderseite ausgleichen. Und wenn ich mich dann aufrecht hinsetze, müssen die gegen diese Spannung hier vorne arbeiten und fangen dann natürlich irgendwann an, sehr stark zu schmerzen, weil auf Dauer ist das Krafttraining ohne Ende. Deswegen wird es jetzt auch nichts bringen, da hinten noch mehr Krafttraining zu machen, weil die sind ja schon am Anschlag, sondern es wird dann entscheidend sein, den Muskel auf der Vorderseite ordentlich aufzudehnen und das bitte intensiv, damit die Haltung im Alltag und die Belastung auf dem rückwärtigen Muskel im Bereich des Trapez dann nach und nach ausgeglichen werden. Das ist übrigens auch nicht nur der Trapez, der da Probleme macht, sondern wir haben noch hier die Rhomboideen, die auch dafür sorgen, also hier habt ihr das Schulterblatt, ich muss mal eben hier weg, ne? Hier ist das Schulterblatt und hier setzen diese Muskeln an. Die müssen halt die ganze Haltarbeit verrichten und versuchen, so gut es geht, das Schulterblatt hier an der Wirbelsäule zu halten. Und je nachdem, wie stark der hier vorne zieht, umso beschwerlicher und anstrengender wird es für die Strukturen da hinten. Also hinten die Beschwerden, vorne die Ursachen. Ganz wichtig. Ja? Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, Christoph. Wenn du mehr Unterstützung brauchst oder weiter Fragen hast, geht auch für euch, für alle anderen, die das Video sehen, dann nutzt ruhig den Link unter diesem Video. Da bekommt ihr Hilfe, bestenfalls in Form des Schmerzfinder. Er würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, bestenfalls nächste Woche. Bis dahin alles Gute, euer Dennis.